Hallo Friends und willkommen zu diesem neuen Video in einem neuen Part Green Hell. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Die letzten Parts waren ja noch sehr von Struggle geprägt und wir haben nicht so viel schaffen können, weil wir ja noch wirklich im Early Game waren. Heute haben wir aber wirklich vor, zum einen umzuziehen, denn da, wo wir momentan wohnen, ist es zwar eigentlich ganz schön, aber wir haben wenig Platz und wir wollen vielleicht auch ein bisschen mehr der Story erleben. Also ich bin sehr gespannt, wie wir uns weiterhin auf unserer Mission im Dschungel und in der Wildnis schlagen werden und wünsche euch ganz viel Spaß. Wir haben hier immer noch unseren Lehmziegelbereich. Wir haben hier unseren unnötigen Kohleofen, der uns nur Kohle beschert, wofür auch immer. Zwei Betten, kein Feuer, zwei Kisten, auf die ich sehr stolz bin, weil die so viel Arbeit hier zu machen. Oh, wir haben echt viel Essen. Richtig geil. Dann haben wir, ja, das war's. Ich muss erst mal wieder reinkommen. Ich kann das. Ich muss erstmal wieder reinkommen, ja? Genau, und hier haben wir schon ein paar Konstrukte, wo wir Sachen aufhängen können. Okay, Leute. Wir werden jetzt losgehen zu unserer neuen Base. Beziehungsweise, wenn wir natürlich noch was anderes finden, dann wird was anderes unsere neue Base. Wir wollen ja weg von hier. Wir wollen uns ja mal was Vernünftiges bauen. Ich würde halt so gerne ein Lehmhaus oder so bauen. Oh, sieht das gerade hübsch hier aus. Und ich bin gespannt auf die Mission. Wir wollen dann ja auch bald das erste Ritual durchführen. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch schon hinkriegen. Immer ich höre was. Bist du schon dead? Nein. Ich habe ihn verjagt. Oh mein Gott, Caro, schnell heil dich. Er kommt wieder. Jetzt greift er mich an, jetzt greift er mich an, jetzt greift er mich an. Warte, können wir nicht auf der Map gucken, wo wir sind und wo wir hin müssen? Ne, wir sehen da nicht, wo wir sind. Ist ja auch dumm, ne? Da ist so ein Tier. Ich glaube, damit wollen wir uns aber auch nicht mit anlegen. Nee, das hat Angst vor uns gehabt. Hier. Sind ganz viele Schweine. Ja, aber es ist bestimmt wie bei Ark. Solange du die in Ruhe lässt, tun die dir nichts. Und sobald du denen zu nahe kommst, kämpfen soll die das, mit dir. Soll ich das nee. Abschlachten? Nee. Jetzt müsste das ja gleich kommen, oder nicht? Ja, da vorne ist es. Geil. Ich hoffe, da sind jetzt keine Leute. Oh, hier sind Frösche. Ich habe immer Angst vor Fröschen. Die sind da sehr... Spooky. So, dann einmal hier sleepen. Sleep tonight. Like we never did before. Wo sind denn hier? LOL. Aber hier ist nur eine. Ja, ja, kannst du jetzt auch einmal. Jetzt gucke ich hier mal, ob ich hier drunter auch speichern kann. Nee, aber wir bauen das ja eh neu. Gar kein Ding. Also kann man sie jetzt hier aus. Ja, ich mache jetzt einfach eben direkt nochmal ein Bett. Also ich will hier eh alles irgendwie umbauen. Ich weiß nicht, es ist halt auch nicht... Also hier will ich auch nicht alt werden, sagen wir es mal so, weil ich ja. möchte ja was Eigenes haben sozusagen. Aber jetzt hier ist für den Übergang. Ist das hier, glaube ich, schon cooler, ja. Okay, wir haben jetzt noch ein Bett. Dann schlafe ich da mal eben drauf. Aber jetzt muss ich nochmal eben wissen, wo sind wir hier auf der Map? Sind wir da jetzt bei... Warte, die Koordinaten standen in unserem Tagebuch. Ist das das Dorf? Wo sind alle? Kein Anzeichen von Eingeborenen oder Mia. Verbrannter Rucksack, Buch, Notizen und Karte. Wem gehört das alles? 46 Grad West und 26 Grad Süd sind wir hier anscheinend. Käfigfalle. Wieso haben wir eine Käfigfalle freigeschaltet? Was hast du gebaut? Hast du es gebaut? Oh mein Gott. Hast du das gerade gebaut? Oder lag Nein, es war hier. Sollen wir vielleicht hier über die Feuerstätte eine Überdachung bauen, dass Gerne. Das Feuer hier mal Gerne. Noch so auch ein bisschen gerade sein? So? Okay, ich baue mal wieder so ein paar nützliche Sachen. Ja, ich mache hier gerade so ein Rahmen-Dings. Hier kannst du auf jeden Fall Essen drauf tun nachher, ne? Also wenn, ich glaube, wenn es fertig ist. Erstmal eine Lagerkiste, ganz wichtig. Und richtig an dieser Stelle? Ja, wirklich. Ganz richtig und wichtig. Oh, ich muss wieder pennen. Du bist heute noch relativ wenig in Ohnmacht gefallen, muss ich sagen. Ja, ne? Also ich will... Ja, wenig ist vielleicht auch wieder ein bisschen untertrieben, aber... Es geht. Jetzt hast du es auch gesagt. Okay. Ich glaube, wir haben das Falsche gebaut. Warum? Hier kann man kein Dach drauf machen. Ich guck ja, ich mal. Nein, warte doch. Lass mich da erstmal eben gucken. Du bist mal so voreilig. Ob es bei mir klappt. Ja. Hä?
ja, komm mal zur Falle schnell. Dann siehst du, was ich gesehen habe. Auch die Sounds. Nimm die mal. Ja, ich bin jetzt schon wieder weg. Ich bring Holzscheide mit. Oh nee, ich muss erst pennen. Oh oh. Oh oh. Schaffe ich es noch bis ins Bett? Musst du auch pennen? Ja, ich komm. Wir können auch ein Lehmdach mit Aussparung machen und da können wir einen Leiter hinmachen, dann können wir aufs Dach. Oh mein Gott. Wollen wir? Da könnten wir hin. Wenn, da könnten wir dann Schutz suchen, wenn wir von einem Puma oder so attackiert werden. Dann könnten wir aufs Dach, oder? Oder wäre das nicht ultra smart? Okay. Boah, hab ich viele. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Dim, 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 dim. Stimmt? Nee. Yeah, yeah. Yeah, yeah, bam, yeah, yeah. Bam, yeah. Bam, 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 bam. Horseland, Horseland. Yeah, 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 yeah. Alter, wo Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen jetzt wir uns zu Hause. Ja, wir sind so productive. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Soll ich ein Lagerfeuer machen? Ja, sind wir mal direkt schlau unterwegs. Ein fettes Lagerfeuer? Ja, ne? Aber ist dumm, wir machen das ja nachher woanders nicht. Ich mache ein kleines Feuer. Nee, ich finde das eigentlich gar nicht dumm. Nadine, wir können das aber nicht mehr verschieben. Ja und? Bleibt das, können es ja abreißen wieder. Wir sind da doch reich. Willst du abreißen dann? Ja, okay. Wir sind dann rich. Da machen wir mal ein fettes Lagerfeuer. Was soll der Geiz? Ich muss jetzt aber erstmal sleepen. Und da muss ich richtig viele große Steine finden. Belastung. Hast du noch irgendwelche... Ah nee, große Steine würden ja auffallen. Okay, dann gehe ich mal zum Wasser. Nachher ist er so ein Krokodil. Kein Bock. Da hat Caroline einfach heute mal KB drauf. Nadine, wir treffen uns im Hauptquartier. Ich höre Stimmen. Scheiße, ich habe nichts zum Kämpfen gerade. Im Hauptquartier. Scheiße. Nadine. Oh, der hat richtig auf dich abgesehen. Oh ja, der hat richtig auf mich abgesehen. Der ist jetzt weg. Hä? Seriously? Ja. Was? Der ist jetzt abgehauen, aber ich werde jetzt halt auch nicht mehr lang. Heißt du, wo sind meine Sachen? Hast du die jetzt aufgesammelt? Ne, die liegen noch hier alle, hä? Hier, mein Speer. Ja, ne, der ist gedespawnt. Ich habe ja auch nicht mal mehr eine Axt. Eine Axt hast du auch nicht mehr. Die, das sind Essentials im Dschungel. Ja, ich weiß. Verstehst du das nicht? Ja. Doch, verstehe ich schon, aber. Verstehst du das nicht? Doch, ich tu das doch verstehen. Verstehst du es nicht? Was wird das denn da? I'll be a teacher, I'll show you. Jetzt habe ich ein geiles Lied. Geiles Lied. Was wird das da? Aufbewahrungen. Okay. Und so vergesse ich nicht, was wir noch machen müssen. Okay. Lass dich nicht von mir aufhalten. Und das finde ich halt geil in dem Spiel, dass man das so... Ja, ne, und dass auch beide das sehen. Richtig perfekt. Das, ja. Ja, ich meine, da sind wir uns ja einig so, was Bauen angeht, ist Ark somit das Blödeste von den Survival Games. Sorry, schon. Not sorry. Sorry, not sorry. Wird richtig gut. Trust the process, okay? I trust in you. Thank you. Question, next question. Okay, jetzt darf ich da nicht mehr reinlaufen, ne? Boah, ich sehe mich ja. Ich werde mindestens einmal deswegen sterben. Ich glaube, da ist noch kein Speer drin. Ich habe eine unbekannte Blume aufgehoben. Gönn dir. Soll ich es echt testen? Hab ein bisschen Schiss, ne? Aber... Was willst du testen?
Oh, die. Nee, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Nein. Die nicht essen. Aber ich muss ja Eier. Man muss ja auch testen, ne? Shit. Okay, ich bin am Start. Ich habe halt gar kein Leben. Nein. What? Oh, ich hab mein. Oh, jetzt habe ich ihn abgestochen. Hat er jetzt meinen Speer? Der Arsch? Shit, jetzt hat er meinen Speer. Aber da ist halt noch einer, aber ich sterbe jetzt. Ich bin tot. Nein, Kai, das ist jetzt gerade gar nicht gut. Da kommt ja noch einer. Ich bin tot, aber ich konnte einen schon mal töten. Ja, okay, komm schnell. Ja, ich habe Min mitgetötet, ne? Ja, aber ich habe den Final. Aber jetzt habe ich keinen, nicht damit ich, ja, mit ich dingsen kann. Hier muss irgendwo mein Speer liegen. Oh, ich komm. Alter, ich habe den ganz allein gekillt. Ja. Hä? Nadine, ich hab einen Stammessperr von denen. Kiki, do you love me? Da machen wir das einfach. I'm riding, say you never ever leave from beside me. Guck mal, hier hast du schon gesehen, was hier für fettes Zeug liegt. Muss mal gucken. Ist das für mich oder was? Ja, für uns. Ein Puma oder so rennen. Haben wir jetzt endlich Lagerfeuer? Lagerfeuer? Asche. Nichts reintun. Ich brauch das immer noch. Oh, hier raschelt wieder was. Was war das denn jetzt für ein Sound? Das war, ich bin gelaufen. Warum läufst du? Ich glaube, das sind entweder Gegner oder ja, wie sowas. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen dumm. Nein. Warum haben wir denn nicht mit dem Leben weitergearbeitet? Dann hätte sich da schon Neues bilden können. Hm. Fragt man sich. Da kommt immer Neues dazu hier. Voll. Lagerkiste benutzen. Da kommt jetzt alles rein, was ich besitze. Ich freue mich. Yes. So. Einen Rahmen brauche ich noch mal ganz kurz. Ganz kurz. Ganz viel. Was brauchst du jetzt wieder hier? Och, Manu. Was brauchst du denn jetzt schon wieder, hä? Wo drückt der Schuh? Ja, eventuell baue ich uns hier gerade echt ein Schloss. Es war halt so nicht geplant, aber jetzt ist es halt so entstanden, weißt du? Was machst du denn? Ja, ein Schloss bauen halt. Was für eins? Erzähl. Ein cooles. Das ist schön. Oder? Oh, Nadine, ich will mal deine Basis. Nadine, nein, nicht so. Die Dinger müssen im Regen. Und was machst du hier wieder für einen Bunker? Ja, die kann man doch umstellen. Ist doch gar kein Problem für uns. Ja, mach hier nicht so einen Bunker jetzt. Aber ist doch toll. Die ganze Zeit am Hasseln. Voll. Ja. Ich weiß gar nicht, was du machst, aber ja. Ja, essen, Feuer nachmachen, sammeln. Die Ach geil, du guckst also, dass wir überleben. Das ist doch schön. Genau. Ich kümmere mich um den Luxus. When you go straight to hell. Oh mein Gott, das habe ich ja ewig nicht gehört. So fuck without yourself. Ja, ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt wieder komme. Einfach nur abgespaced. Abgespaced? Ja. Sowas von abgespaced. Parachute. Oh, das ist ja wieder ein ganz großer Struggle gerade.
Oha. Ja, hier kommst du halt wieder nicht durch, wegen diesem Kackding hier. Ne? Könnte auch wieder werden. Wir haben ein paar Menschenknochen im Inventar. Das könnt ihr einfach. Ist normal. Hier ist ein Krebs. No. Ich hab den. Guck mal. Guck mal. Halleluja. Halleluja. Ja, ich bin tot. Nein, ich will doch nicht. Ich hab wichtige Sachen mit, du Kackvieh. Wo zur Hölle kommt der denn jetzt her? Ich war gerade dabei, einen Frosch zu dingsen. Och man. Ja, der ist jetzt abgehauen. Der hat deinen Spieß im Kopf, ne? View hat kein Netflix. Jetzt kommt mal alle runter hier. Kommt mal hier wieder alle auf den Boden der Tatsachen zurück. Komm mal runter. Ah, nee, da kann man... Nee, huscht euch mal kurz. Nice. Hab kein Netflix schauen, aber... Hat kein Netflix schauen, aber Community. Ja, toll. Oh, ich habe eine Wand hergestellt. Musst du geil. Vorher ein bisschen, genau, und das sogar kostenlos. Ja. Oh mein Gott, du bist erschrocken, du Mistvieh, ey. Ich kann nicht mehr. Verpiesel dich mal. Oh mein Gott, kann er von hinten an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab ihn getötet! Nein! Ich baue den mal jetzt ab, ne? Dann komm eben, weil ich habe Angst, dass der despawnt, oder? Ja, mach. Achso, wir haben eine gebrochene Klinge. So, Martin, wo seid ihr? Ich brauche euch. Oh, wir haben Reißzähne sogar bekommen. Jetzt wird erstmal eine zweite Kiste gebaut. Ist denn hier noch so Schönes? Nichts Besonderes. Gar nichts. Gar nichts. Komm, ich esse jetzt auch noch den Pilz, dann bin ich tot. Es langt. Sie gibt auf, Chat. Sie gibt auf. Kann man mehr als zwei Lebensvergiftungen? Oh, jetzt kotze ich. Ihh, es ist das erste Mal, dass ich kotze. Ist ja ganz eklig. Kaminwand? Okay, sorry. Ich muss doch noch eine Wand einbauen. Ich brauche einen Kamin. Bambusleiter oder Leiter? Leiter. Ach, hier ist ein Loch. Mhm. Und du möchtest das so haben. Ja, warte. Ich weiß halt nicht, wenn du das so machst, ob man dann... Ich würde die seitlich machen, so hier oder so. Damit man dann noch vorbeilaufen so kann. Ja, genau, das ist perfekt. Mm. Nein! Er ist in die Falle, Caroline! Schnell, wir müssen kämpfen! Nein! Nein, ich komm. Ich hab keinen Speer, Nadine. Der ist einfach schon dead. Der ist da reingelaufen und ist dead gewesen. Wie geil! Oh mein Gott, ich hab's auf Video! Wie geil ist die Falle denn bitte? Ja! Die Falle hat sich ausgezahlt. Oh mein Gott, der ist da so reingejumpt. Oh mein Gott! Ey, so geil grad. Langer Stock ist jetzt wo? Lol, ich bin oben. Was? Ich bin oben. Oh, hier hat man eine richtige Aussicht auf unserem Dach. Oh, geil! Ja. Oh, muss ich mir auch gleich an. Oh, ich bin gleich wieder passed out. Ja. Ich konnte es trotzdem machen. Was? Den Lehmkamin-Ding. Jetzt würde ich sagen, war der Anstieg. Wir haben ja jetzt ein Haus. Bist du lebend? Dass ich sehr proud bin, aber ja. Oh Gott! Oder habe ich schon vier gehäutet, Leute? Nee, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe gerade nicht zugeguckt. Nein, ich habe nur drei. Was machst du denn da wieder für Actions? Ja, mich triggert das, dass wir da eine offene Seite hatten. Deswegen kommt da jetzt noch was neben.
Privatsphäre. Ja. Wir brauchen Privatsphäre. So, ihr Lieben, wir haben zwar nicht mehr der Story erkunden können heute, beziehungsweise erleben können, konnten uns dafür aber wirklich einen sehr, sehr guten Safe Place, weil eigentlich Safe Place schaffen. Also ob der jetzt so safe ist, würde ich jetzt mal nicht so sagen. Aber zumindest haben wir uns wirklich was schaffen können, worauf man gut aufbauen kann, wo man immer wieder zurück kann, weil es auch auf der Map gekennzeichnet ist. Und ich glaube, das ist perfekt, um dann jetzt in Zukunft wirklich mit der Story durchstarten zu können. Ich freue mich schon wirklich, wirklich sehr. Bin sehr gespannt. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Habt ihr euch auch erst was aufgebaut und habt dann die Story gespielt oder habt ihr einfach direkt losgelegt und euch war das egal? Also das würde mich mal echt interessieren. Ihr könnt uns aber auch super gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat und wir Green Hell weiter hier für YouTube aufnehmen sollen. Also das würde mich auch interessieren. Und dann könnt ihr jetzt natürlich auch super gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so verpasst ihr sowieso gar kein neues Video mehr auf unserem Kanal. Schaut auch super, super gerne auf unserem anderen YouTube-Kanal Naka vorbei. Dort gibt es kürzere Videos, Shorts und auch ganz normale Videos jeden Samstag um 10:30 Uhr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!